Herr Holster von der SPD hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion hat nach der ersten erfolgreichen Stufe der Volksinitiative intensive Gespräche mit den Vertrauensleuten der Volksinitiative geführt. Und nach Abschluss dieser Gespräche haben wir uns entschlossen, keine voreiligen Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Es hat sich eindeutig als richtigen Schritt gezeigt, dass es klug war, zunächst die Schulkonferenzen der Gymnasien zu befragen. Und dieses Meinungsbild, das hat Frau Prien eben schon gesagt, ist eindeutig ausgefallen. Die Gymnasien wollen keine Rückkehr zu G9. Und auch die Rückmeldung des sogenannten Bürgerpostfaches, was eingerichtet wurde, zeigt eine klare Mehrheit für die Beibehaltung von G8 an den Gymnasien. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dieses klare Meinungsbild ist keine Grundlage für einen Kursschwenk oder Kompromissangeboten von Seiten der SPD-Fraktion. Wir treffen keine Entscheidungen über den Köpfen der Betroffenen vorbei. Heute haben wir ganz aktuell eine Stellungnahme oder einen Flyer von der Vereinigung der Schulleiterinnen der Gymnasien und der Stadtteilschulen bekommen. Und ich finde diesen Flyer äußerst gelungen. Und die Positionierung dieser Schulleiterinnen und Schulleiter der Gymnasien und Stadtteilschulen ist ein eindeutiges Zeichen. Sie schreiben hier, es ist sichergestellt, dass ihr Kind am Gymnasium nach 8 Jahren Abitur machen kann oder es kann nach einer Stadtteilschule nach 9 Jahren Abitur machen. Dieses sind wichtige Informationen für die Eltern in unserer Stadt. Zudem haben uns Schulkonferenzen der Gymnasien zum Teil umfangreiche Stellungnahmen eingereicht. Und aus diesen Stellungnahmen greift jetzt die CDU-Fraktion einige Aspekte heraus und macht daraus einen Antrag. Dies ist aber kein neuer Antrag, sondern eine lediglich abgespeckte Version Ihres Antrags 10-Punkte-Programm für eine qualitative Weiterentwicklung des G8. Und das gehen wir mal etwas genauer durch. Die Punkte haben Sie eben auch gemacht, Frau Prien. Hausaufgabenregelung haben wir in der letzten Sitzung intensiv besprochen und ist hier, glaube ich, ausreichend diskutiert. Die Bildungspläne zu verändern, ist bereits in Ihrem 10-Punkte-Programm im Schulausschuss überwiesen, werden wir uns in der nächsten Sitzung mit beschäftigen. Die Klassenwiederholung, auch das ist darin enthalten, haben wir auch überwiesen, auch in der nächsten Sitzung. Fördern statt wiederholen, haben Sie eine große Anfrage geschrieben, werden wir auch Informationen dazu bekommen. Die Durchlässigkeit. Da haben wir sie wieder, erst von der CDU, dann von der FDP, jetzt wieder von der CDU oder andersrum, wir wissen es nicht so genau, ist auch überwiesen, diskutieren wir im nächsten Schulausschuss. Verwaltungskräfte an Schulen installieren, ist überwiesen, hatten wir ein Ersuchen auch der SPD-Fraktion im nächsten Schulausschuss, Sozialpädagogen an Gymnasien. Interessanter Punkt, ich bin gespannt, was machen wir auch im nächsten Schulausschuss? Herr Heinz ist ja jetzt nicht da. Mal gucken, wie der Finanzierungsvorschlag für die Sozialpädagogen an Gymnasien von der CDU-Fraktion aussieht. Und dann Elternwahlrecht unterstützen. Das haben Sie übrigens auch in den Antrag, in den zweiten Antrag auch reingeschrieben. Das finden wir da auch wieder. Meine Damen und Herren, Sie merken es, dieser Antrag der CDU-Fraktion ist vollkommen überflüssig. Wichtiger ist es jetzt, wie wir es in unserem Zusatzantrag fordern, dass wir einen Bericht über die Umsetzungsmaßnahmen zur Entlastung bei Hausaufgaben, Klausurverteilung und Wochenstundenzahl erhalten. Und zudem muss auch weiter an den Gymnasien konkret der Unterricht verbessert werden. Auch dieses ist aus den Stellungnahmen der Gymnasien übrigens zu entnehmen. Unterrichtsverbesserung. Jetzt ganz kurz zu Ihrem zweiten Antrag. Also Frau Prien, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was die Unterstützung des Elternwahlrechts an der Grundschule damit zu tun hat, dass man nun Notenzeugnisse in Jahrgang 3 wieder einführen soll. Das müssen Sie mir noch mal erklären. Auch das ist relativ unsinnig in unseren Augen. Und alles zum Thema Lernentwicklungsgespräche haben wir hier ausreichend debattiert. Hier sind wir anderer Meinung, brauchen wir also auch nicht überweisen diesen Antrag. Meine Damen und Herren, im Fokus dieses Meinungsbildes ist die deutliche Botschaft, keine Rückkehr zu G9. Die Schulleiter haben es noch mal deutlich aufgeschrieben. Keine weiteren unnötigen Reformen. Das sollte unser gemeinsames Ziel für die Schulpolitik in unserer Stadt sein. Vielen Dank.